Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Show von Outlaws. Mit dem Olli. Hallo Olli. Hodi, hodi, hallo. ja, wir nehmen quasi jetzt wieder mal eine Folge so nebenbei auf. Was heißt nebenbei? Zwischendurch. Wir haben ja gestern schon eine aufgenommen. Und heute auch nochmal wieder, weil wir das Go bekommen haben für eine neue Location. Und wir können mal, es täglich. Wenn du mal einen Blick drauf werfen möchtest, ich habe es nämlich schon getan. Wir müssen nach 10, 12 genau auf die Zahl. Da sollen wir die Location auf finden. 10, 12. Die ist bei dir wahrscheinlich noch dunkel, ne? Nee, gar nicht mal. Aber? Tatsächlich nicht. Also den Fluss aufwärts. Ein Stückchen nach Westen und dann nach Norden, ne? Also ich würde tatsächlich am Fluss lang reiten. Okay. Das ist für mich die sicherste. Am Fluss lang? Warte ja. Mal, wir gehen jetzt. Naja, da landen wir ja nur nie bei der 10, ne? Na doch. Nein, da landen wir natürlich bei der 10-13. Ach so, ja, und dann einfach rüber. Ja, okay, das können wir natürlich auch machen. Ja. Das ist für mich, dann brauche ich nicht dauernd auf die Karte gucken. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, keine gute Idee. Oh. Also ich reite gerade mal runter zum Fluss. Ich weiß nicht, ob du hinter mir bist. Ja, ja, aber hier kommen wir natürlich echt mäßig gut runter. Ne? Hast du doch gefunden. So. Ja, ja, ja. Geht los. Ja, dann los. Also ich würde tatsächlich dazu tendieren, den Fluss hochzureiten und dann rüber, ne? Dann kommen wir an Susi vorbei, an Heiko vorbei. Vielleicht sogar an Papaditen vorbei, aber ich glaube, das ist das Schnellste. Wenn du keine Bauer mehr hast, ne? Ja. Dann sag ich Bescheid. Gut, echt? Ja. Ja, ich habe nach dem Umzug, können wir ja mal berichten, in der letzten Folge, habe ich noch ziemlich lange aufräumen müssen. Denn der Olli hat es tatsächlich wahr gemacht und hat alles quer in alle Kisten geschmissen. Immer querfällt ein, hast du nicht gesehen. Ja, also das Aufräumen wollte ich ja jetzt machen, ist mir gesagt worden. Ja, aber nein, Moment. Du solltest dich leer machen am Umzugstag, damit wir den Rest holen können. Und nicht komplett alles. Also Olli war sehr, sehr lieb zu mir, hat komplett alles leer gemacht. Allerdings auch alles so, wie er es in den Finger gekriegt hat, instant in den Schrank geschmissen. Warte mal, ich muss mal bei Susi kurz einmal anhalten. Nicht wundern, dass ich hier gerade gebremst habe. Ich rucke mich mal hier zum Hanf. Oh, da bist du ja. Ja. Bist du denn auch schon da, ja? Ja, wenn ich jetzt Hanfpflanzen finde unterwegs, nehme ich die natürlich mit. Weil das ist das, was wir momentan am wenigsten haben. Guck mal, da drüben stehen auch welche. Soll ich da rüber? Was? Anpflanzen. Ah, ja, wenn du schon dabei bist. Ja, aber dann reite ich unter Umständen auf Freunde zu. Ja, ich kann ja wieder zurückkommen, ne? Auch wenn das für euch vielleicht langweilig ist, aber seitdem wir die Samen kaufen müssen, seitdem sind wir da mal ein bisschen knicke. Genau. Ich sehe da hinten zwar noch mehr, aber wir bleiben auf dieser Flussseite. Ich glaube, das ist besser, ne? Ja. So, ahü bis morgen früh. Ah! Ich bin in dein Pferd geritten. Ach, bis dieser Mensch soweit ist. Ist eine alte Frau wieder jung geworden. Hier ist ein Bison. Der tut nichts. Nein, natürlich nicht. Kannst du dich noch daran entsinnen, die ersten Folgen? Ja. Der tut nichts, Büffel. Das war noch Zeit. Der tut nichts, Büffel. Bist noch hinter mir. Nicht wirklich, du hast mich schon verloren. Nein. Aber gleich habe ich keine Bauern. Ich habe jetzt schon keine Bauern mehr. Also alles schick.
Können wir mal einen Blick auf die Karte werfen. So weit ist das gar nicht, ne? Oh, okay. Wir müssen nur ein bisschen darauf achten. Ich befürchte dort einen Temperatursturz. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt nördlich ist, dass das schon Temperatursturz. Heute Sprachschwierigkeiten, wa? Hallo? Ja, ist, nein, das geht schon. Was los, will dein Rechner nicht? Zur Erklärung, der Olli hatte eben schon wieder beim Spiel ein paar Startschwierigkeiten. Man nennt es endlos Ladebildschirm. So, wo müssen wir jetzt lang? Ich möchte gerade mal mich mit dir unterhalten. Ja, es war ein bisschen, das Starten war tatsächlich dieses Mal wieder sehr, sehr anstrengend. Das habe ich dann irgendwann gemerkt, weil das Startbild sich nicht mehr änderte. Ja, das kennen wir noch aus Uraltzeiten, wenn wir die Musik hörten. Ja, dann hörten wir die Musik, dann änderte sich aber auch das Bild. Es hat aber nichts genützt. Aber wir kamen nicht auf den Server. Das stimmt. Das ist so. So, Blick auf die Karte. Wir sind jetzt ungefähr bei 10, 13. Also ich jetzt gleich... Oh, stopp. Jetzt gleich müssen wir gucken, dass wir hoffentlich die Location finden. Ich bin ja mal gespannt. Ich war tatsächlich noch nicht dort. Okay. Ja, dann lassen wir uns nochmal überraschen. Die Location, mal als Erklärung dazu, gehört zu Mandy. Die Mandy hat tatsächlich nicht aufgegeben, obwohl ihr Haus so dermaßen deformiert war. Also ja, ihr altes... kann man zumindest noch ein paar Einrichtungsgegenstände sehen. Ja, ihr altes Haus bei unserer Steinstadt hat ja extrem gelitten. Und besteht ja nicht weder aus Wänden noch aus Böden, sondern nur noch aus der Einrichtung. Ja, nicht so pralle, würde ich mal so sagen. So, jetzt könntest du ja auch mal einen Blick auf die Karte werfen, Ehemann. Denn wir sollen auf die Zahl 10, 12. Ich habe immer Angst, wenn ich auf die Karte gucke, dass du dann weg bist. Ja, theoretisch jetzt in die Richtung noch einfach ein bisschen weiter, ne? Ja, ja, auf die Zahl 10, 12 sollen wir rauf. So steht's auf meinem schlauen Zettelchen geschrieben. Ah, ich sehe schon was, guck mal. Ach du. Ja. So eine kleine Schlumpfhütte wird sie auch nicht gebaut haben. Du brauchst nur gerade ausgucken. Ach du himmlischer Heiland. Das alte Haus von Mandy, das hatten wir einen Tag vorher, hatten wir uns das ja mal angeguckt, wollten das den nächsten Tag aufnehmen und da war es ja weg gewesen. Und da habe ich schon gesagt, Alter, Daus, die Frau kann bauen. Und wenn ich das jetzt da gerade schon wieder sehe vor mir... Da kriegst du echt schon wieder die Tür nicht zu. Ne? Hier ist Hans, ne? Ich meine natürlich Hans. Ja, und warum... Ach so, ja. Ich hatte vorausgesetzt, dass du mitdenkst, aber na gut. Hier ist Hans. Hier sind wir. Gibt es denn hier keinen Platz, wo man seine Pferde abstellt? Bestimmt gibt es den auch, weil sie hat ja auch ein Mr. Nilsson. Nee. Sie hat auch Mr. Nilsson, also irgendwo muss sie ja ihr Pferd haben. Ups, da ist ihr Mr. Nilsson. Guck mal, hier kann man Pferde abstellen. Ah, wunderbar. Ganz wunderbar, so. Siehste, einmal... Das ist alles leer hier. Ja, das macht nichts. Wir werden da gleich mal was reintun, wenn wir fertig sind. Ich habe ja ein bisschen was mit, also so ist es okay, nicht. Okay, das ist doch schön. So, wir sollen nicht von hinten reingehen, wir sollen von vorne rein. Ich weiß nur nicht... Ja, wo ist hier hinten? Das ist das Problem, nämlich, das hatte Susi auch gesagt gehabt bei ihrem Dings, geh nicht von hinten rein, geh von vorne rein. Geh mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, genau. Entweder ist hier... Vorne oder da vorne, ja, genau. Ei, der Daus. Und guck mal, was da oben steht. Komm mal ein Stück zurück. Ein Bär. Ja, ja, und noch einer. Mein Bruno steht da. Mein Erschrecker Bruno. Oder ah, wie? Sehr schön. Oder wie hatte Susi den getauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter. Ich glaube, ist ja schon ganz schön hoch. Ich glaube, ich gehe hier rein. Ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das ist doch bestimmt die.
Eingangstür hier. Ach, du himmlische. Ja, sie hat, wie soll ich das sagen, das Bautalent von mir geerbt, ne? Das sieht so aus wie bei uns in unserem neuen Eigenheim. Ja, hier geht's auf jeden Fall erstmal hoch. Also so viel steht fest. Ja, der Daus. Ja, hier sieht's aus wie bei uns im Eigenheim. Hier soll bestimmt noch was entstehen. Ja, ach so, ja, hier ist gar nichts. Hier kommt man gar nicht weiter, ne? Oh, das ist gut, ne? Also sind wir doch von hinten gegangen. Wir sollten ja nicht von hinten gehen. Ja, es ist echt interessant. Ihr ist auch ab und zu mal was zusammengebrochen, hatte sie mir vorgestern erzählt. Und sie sagte ja, geh nicht von hinten rein. Und ich sag so, ich werde das garantiert machen. Ja, weil und wir natürlich auch zu dösig sind. Und bums, also ich hab's gemacht. Also laufen wir einfach nochmal außen rum. Genau, also da vorne war ja ein Eingang. Dann werden wir das jetzt mal hier, ne? Meinst du hier, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen hier rein. Ja, dann machen wir das nochmal. Sie war so klug, sie hat das gebaut wie unser erstes Haus. Mit Fensterli, das ist ja wunderbar. Genau. Hui, ach Mann. Ey, Mann. Warum macht die das? Weil das lustig ist. Ja, die hat von Susi gelernt. Bist du mal. Hier ist was los. Ich denke ja immer, irgendwann geben sie ja mal auf und machen das nicht mehr, aber... Ach, vergiss es. Nein, geht nicht. Hallo, Herzinfarkt. So, hier geht aber auf. Und hier geht aber auf. Ja, sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Wieder um den Stein herum gebaut. Ich gehe mal auf den Balkon. Weil hier kann man nämlich umzulaufen. Okay. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Guck mal, die hat sogar einen Platz für ihre Kutsche gefunden, ne? Die ist auch gut eingeparkt, oder? Vor allem, ich wollte es gerade sagen, wie hat sie die denn da reingekriegt, ne? Sehr wahrscheinlich geil. Erst die Kohlebupfel da weggeschlagen. Das ist gar nicht geplant. Ja, aber du kannst ja trotzdem nicht mit dem Pferd rückwärts gehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sehr geil. Oh, guck mal, geil. So geil in den Stein reingebaut. Oh, Mann. Also ich feiere das ja, ne? Wie gesagt, ich habe es ja auch gemacht, in den Stein reingebaut. Sehr schön, du bist ein guter Ehemann, du. Ja, Fensterläden aufmachen, das ist doch... Das ist doch Altersbuttergeschäft, wie man so schön sagt. Reine Übungssache, ne? Ja, sehr geil, das gefällt mir sehr, sehr gut. Schrank in der Ecke. Schön die Tiere wieder aufgehangen. Gibt's hier noch was ums Eck? Oh ja, hier gibt's noch ein Zimmerchen. Ach, eine Truhe, guck mal. Für Backsteine. Okay, ist ein schöner Lagerraum quasi. Ach, guck mal, hier haben wir schon mal schön hier Terrasse. Och, ist das süß. Ja, das ist doch schön. Ach, auf den Stühlen können wir jetzt sitzen? Ja. Augenscheinlich. Und wieder sitzen die trüben Tassen auf irgendwelchen Terrassen. Ja. Guck mal, da haben wir jetzt vier Leute im Bild. Bruno, wir beide und der Grizzly da oben. Ja. Ja, hier auf diesen Stühlen kann man jetzt wieder sitzen. Das ist sehr merkwürdig, auf welchen Stühlen man sitzen kann und auf welchen nicht. Dann hat sie hier sich den Taylor hingebaut, wahrscheinlich, damit sie den ganzen Kram los wird vom Banditen klatschen. Habe ich was drin? Nö, ich habe nichts. Ich habe nur, siehste, kannst vergessen. Ja, sehr schön, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Dein Ernst? Ach, hier geht man noch auf die Zwischenterrasse runter. Aber man hätte jetzt auch hier hinten raufgehen können, ne? Oh, guck mal, wie sie die Beete angesortiert hat, da angeordnet hat. Das ist ja cool. Beete ansortieren. Komm noch hier runter. Wo denn? Du bist schon wieder ganz oben, ne?
Hier kann man nicht runterspringen. Zurück, zurück. Übrigens, ach, guck mal hier, das wollte ich jetzt mal sehen. Sie hat ja was gesagt gehabt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Du kannst damit nichts anfangen, richtig? Damit du hüpfen kannst, bevor du auf ihrem Bett rumhüpfst, dann kannst du denn hier hüpfen. Oh, wie geil ist das denn? Was soll ich dazu jetzt sagen? Du darfst da jetzt drauf hüpfen. Das ist das Bett zum Hüpfen. Das ist so geil. Wendy, du bist geil, wirklich. Ah, da ziehst du die Schuhe aus, ja? Aha, aha. Dein Ernst? Was ist das hier für ein Pfosten hier? Alter, was? Okay. Von hier aus kommt man auch in den Wohnbereich. Ah ne, hier geht man wieder. Wie geil ist das denn? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Labyrinth. Ach, hier ist die Nähstube. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Das ist die Nähstube. Okay. Hier ist hier Onkel Smoker Johnny. Ne? Hier wird gesmoked. Ja, 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 ja. Das ist hier der Samenverkäufer, oder nicht? Ja, ja, genau, habe ich. Und dann kannst du mal gucken, was hier die blöden, wie heißen die denn da? Hanfsamen. Kostet ein Stück 5 Cent. Okay. Tür zu. Oh, wir haben Besuch. Ich weiß nur nicht wo. Hallo. Ja, ich weiß auch nicht. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Na komm. Dein Ernst. Ja, lass ihn doch da. Nein? Nein. Der hängt da sowieso fest, der Arme. Ich musste ihn erlösen. Natürlich. Ah, oh, wie geil hat sie dir Bett hingestellt. Das finde ich ja mega, ne? Das finde ich ja mega. So, dann wollen wir mal höher gehen. Du warst ja schon da oben, ich noch nicht. Also was war denn hier drin? Was ist denn hier drin? Ach, hier ist der Gunshop drin. Ah, die hat die Gebäude hier. Oh, wie geil. Guck mal, der steht hinter dem großen Tresen. Der versteckt sich. Und auch wie er schön dekoriert. Gefunden. Wieder sehr schön dekoriert mit den ganzen Sachen aus der Blaupause und vom Taxidermist. Geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Voll der Hammer. Vor allen Dingen, wirklich da, wo die Tür aufgeht, du guckst nicht gleich auf den rauf, sondern du musst automatisch so hier rumlaufen, ne? Weißt du, wenn du so reinkommst? Ja. Und schön mit Teppichen, also sie hat viel Hanf gehabt, definitiv. So, dann gehen wir mal höher. Eine Etage, ah, hier sind hier Whiskyfässer. Oh, da lagert sie den richtig guten, ne? Distille und Weinpresse zusammen. Oh, ja, also okay. Alles sehr schön thematisiert, gefällt mir richtig gut, ne? Also ordentlich einzuschlucken hier. Ja, 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 ja. Und überall, wie gesagt, die... Oh. Ich wusste, die Ausnüchterungszelle ist hier diesmal. Okay. Die hatte sie ja im letzten Bau auch. Die konnten wir euch nicht zeigen. Hier ist dann die... Oh, oh, Mann! Hier ist dann die Ausnüchterungszelle. Also wer hier reinkommt, ist es automatisch nüchtern, wenn er einmal nach links guckt. Wahrscheinlich, ja. Der ist für sein Leben nüchtern. Brecheimer in der Truhe, dein Ernst? Die hat... Nein! Oh, wie geil ist das denn? Oh, das ist so geil. Ich feiere das voll. Hier, oh, guck hier, mal. Mit Kamin hier. Oh, schön. Du, guck, hast du gelesen, was über der Truhe steht? Ja, ja. Komplett ausgestattet hier. Und Kackhaufen drinne.
Das ist zum Beispiel zur Entsorgung. Ja. Wollte gerade sagen, lass mal auslaufen. Also hier Ausnichtungszelle gut ausgeschildert, kann man nicht, wie soll man sagen? Nicht verfehlen. Also das wollte ich sagen, genau. Und auch hier oben wieder schöne Dachterrasse. Sehr schön. Ja, Dachterrassen gibt es ja hier immer viel. Ja, voll geil. Sicher so ein bisschen durch das Spiel. Ja, also wirklich die Themenbereiche alle zusammen. Das ist wirklich der Hammer. Nicht die Themenbereiche alle zusammen, sondern auf einen Punkt gebracht. Ich bin ja echt mega. Wow. Aber ich habe ihr eigenes Bett nicht gefunden, oder haben wir das jetzt tatsächlich übersehen? Ja, müssen wir noch mal gucken, ne? Da drüben ist ja noch was, ne? Waren wir da drüben schon? Wie kommt man denn da hin? Treppe runter. Treppe runter. Ganz runter? Ja, hier ist Küchenbereich offensichtlich. Ah, guck mal hier, deswegen. Ah, hier wohnt sie also. Kaffee ist fertig. Echt? Geht da zumindest. Oh, danke schön. Oh, einer für dich, einer für mich. Du darfst dir auch einen nehmen. Dankeschön, liebe Mandy. Guck mal hier, das ist jetzt hier. Habe ich eingeführt. Ist das nicht toll? Überall, wo wir hinkommen. Ja, oh, da ist ja tatsächlich einer drin. Ja, natürlich. So, auf die Plätze. Guten Durst. Ja. Deine Energie steigt jetzt um 110. Deine Stamina. Okay. Das hättest du vielleicht nicht. Also hier darfst du nicht rein. Das ist ihr Schlafzimmer. Wehe. Ehemann, wehe. Sie hat dir extra... Nein, du machst das nicht. Diesmal machst du es nicht. Ich schieß dir in den Kopf. Ich sag's dir. Ich schieß dir in den Kopf. Und denk dran, du hast nicht genug Health. Raus. Ja. So, damit du es gesehen hast, er war nicht auf deinem Bett, er hat sein eigenes unten stehen. Ich finde das richtig mega, dass du daran gedacht hast. Ja, die Küche gefällt mir auch sehr gut. Der Herd fehlt irgendwie. Aber ich glaube, sie smokert nur, ne, oder? Und hier auch nochmal schön Terrasse. Wow. Wow. Mit Foto. Ich hoffe, das ist jetzt nicht buggy. Ich drücke die Daumen, dass es nicht buggy ist. Ja. Oh, wie geil. Oh. Mega. Hast du in sowas schon mal reingeguckt? Ja, natürlich. Guck mal rein jetzt. Sie hat das echt toll hingestellt. Einfach kurz also, E und dann kurz E wieder raus, ne? Voll geil. Du hast nicht ein Foto geschossen. Ach, natürlich. Ich weiß zwar nicht, ob man das... Habe ich dann eins dabei oder was? Nee. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, das aber es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll hier, wirklich. Absolut. Ich versuch's immer wieder, aber... Du bist runtergeflogen, ne? Natürlich. Nein. Ja, da komme ich auch nicht wieder hoch. Keine Chance. So, ciao. So, ich bin jetzt unten. Ja, und ich bin nicht auf dem höchsten, aber ich bin auf dem Dach. Ich liebe es, auf Dächer zu laufen. Ehemann? Ja? Darf ich auf den Grizzlybären reiten? Ich komme schon wieder nach oben. Ich weiß gar nicht, ob du... Schaffst du den Sprung von dort? Ich habe keine Ahnung. Hast du schon das WC gefunden? Nein. Das ist hier. Ja, geil. Stör mich nicht. Aber du hast das Fenster aufgemacht, da kann man ja reinkicken. Was soll das denn? Lass das zu, ey. Wir in Ruhe witzieren hier. Ach, erledigt. Haben wir jetzt tatsächlich... Ich glaube, wir können gar nicht alles finden hier, ne? Haben wir alles gefunden? Nein. Doch. Da waren wir. Die Glocke hast auch noch nicht geläutet. Doch, natürlich. Aber die hat nicht funktioniert. Die Glocke, die hat ja so ein Delay, das ist ja unglaublich.
schon länger. Es ist ja nicht erst seit gestern. Man muss da ja wirklich drücken und dann Stunden später. Jetzt. Yay. Darf ich mal auf dem Grizzly reiten? Mach das doch mal. Oh, jetzt ein Foto. Warte mal. V. H. Nee. Ah, nee, warte. Drehe ich mal noch weiter um. So. Und dann mit P, ne? Ja. Ach, scheiße. Doch, muss ich weit weg scrollen. Nee, andere Seite. Sollst du dich drehen? Oh, die soll sich doch einfach nur umdrehen. Dankeschön, lieber Bär. Danke. Der Bär hat ja keine Wahl mehr. Nee, nicht wirklich. So, siehst du. Ja, sehr schön. Achso, Dings soll ich hier auch noch reinmachen, meine Stats, ne? Ja, auch. Also, was sagst du? Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall sehr verwinkelt, weil man echt nicht weiß, waren wir jetzt hier schon, waren wir hier noch nicht. Aber irgendwie, wie hat sie denn da die Fackel rangekriegt? Hä? Das ist bestimmt eine von Fackel, Mann. Ehemann, komm hierher und sag mir, wie sie da die Fackel hingekriegt hat. Wo denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja. Wo denn? Guck mal in die Richtung, unter den Stuhl. Da in die Richtung, an wo wir gerade gesessen haben. Weiß nicht, was du meinst. Da, die Fackel da unten. Ja, ach da. Auf dem Felsen stehend wahrscheinlich, schätze ich so, ne? Ich bin ja mal ganz runtergesprungen. Ja, kletter machen wir noch mal ein Stück hoch, genau so. Und jetzt darüber auf den Felsen und dann wahrscheinlich. Das sieht voll geil aus, ne? Ja. Sieht voll geil aus. Ja, die macht auch richtig Licht an der Stelle, ne? Also das ist ja schon immens, oder? Ja, vor allen Dingen, guck mal, jetzt ja auch noch die Bienen, die hast du ja auch noch nicht gesehen. Bienen. Bienenstöcke, ja, tatsächlich. Ach da. Also ich würde mal sagen, fick die Henne. Also wirklich absolutes Jo. Oder nicht? Ja, absolut. Ich geh mal da hinten. Handvollen. Bring die Samen auch mit. Absolut geil. Voll genial. Voll verwinkelt. Überall musst du suchen. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas nicht gesehen haben. Na, hier neben steht ja noch was. Hier unter der Treppe waren wir. Nee, hier waren wir drin. Alles klar. Hier waren Ach, wir. Hier ist noch eine Nähstube. Ja, okay. Hier war die Nähstube, genau. Ich wollte sagen, haben wir die übersehen, aber nee, hier waren wir drin. Alter Schwede. Und jetzt erklär mir mal, wie kann man so verwinkelt denken? Ja, das ist eine interessante Frage, aber da fragst du natürlich schlussendlich den Falschen. Mhm. Und was ich wirklich feiere, sind hier ihre Beete. Weil das Einzige, was ich hier hinkriege, sind Häuser in Quaderform letztendlich. Ja, quadratisch praktisch gut, aber alles andere. Können wir hier noch ein bisschen spielen, damit du richtig ausgelastet bist, wenn wir jetzt nach Hause gehen? Es ist extra für dich, da steht extra für Ehemann. Ja, das ist für ihren Ehemann. Nein, für dich, für meinen Ehemann. Ihr Ehemann spielt hier nicht. Das wissen wir doch nicht. Das weiß ich. Das hat sie extra für dich gemacht, damit du in ihrem Bett nicht rumspringst. Ja, aber das ist dann unspannend. das ist doch dann nicht interessant. Was man darf, will doch keiner haben. Ganz ehrlich, ich frag mich, warum mein Sohn so ist. Ganz ehrlich, ich frag mich gar nichts mehr. Voll geil. Ja, ihr Lieben, das war das tolle Haus von Mandy. Wem das jetzt alles zu schnell ging oder zu durcheinander war, weil wir haben hier wirklich von quer nach links, von oben nach unten
Weil ich glaube, da kriegt man gar kein richtiges Konzept rein. Der schreibe gerne unter das Video einen netten Kommentar. Du, Andrina, kannst du das uns nochmal zeigen? Das sieht wirklich mega aus und ich muss demjenigen, der das schreibt, auch recht geben. Ich finde das absolut mega. Da kriege ich wirklich, wie sagt man so schön, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und, da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Genau, genau. Ja, ich feiere das voll. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Däumchen da. Ich lasse den Olli jetzt noch ein bisschen übers Bett hüpfen, weil drauf will er wahrscheinlich nicht. Und wir wollten doch noch hier auffüllen, oder nicht? Stimmt, ich habe ja noch was in der Dings. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Däumchen da. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.